Ja, dann geht's jetzt um einen der großen Aufreger, in welchem Sinne jetzt das auch immer gemeint ist. Ende August waren wir jetzt, ja. Ne? 29. Genau. August ist es rausgekommen. Das Hunter Triple, die Jubiläumsausgabe Nummer 25, wo man sich gleich einen schönen Dreiteiler gegönnt hat. Die Masken des Dr. Faustus. Und dazu haben wir Gäste eingeladen. Und zwar haben wir zu Gast das erste Mal unseren Ali. Hallo Ali. Hallo, guten Morgen. Moin. Willst du irgendwas zu dir sagen, kurz? Ja, ich bin blind und höre deshalb eigentlich schon immer nur Hörspiele, anstatt dass ich Filme schaue. Komme aus Hannover, ja. Das reicht, glaube ich, erstmal. und du hast natürlich... Entschuldigung. Lennart ist natürlich auch dabei. Hallo, Lennart. Oh, Mann. Ja, hallöchen. Wir brauchen eine Sekretärin. Aber mich kennt man ja auch schon. Ja. Ja. Ja, es geht um den Hunter. Wie gesagt, das Triple ist ja erschienen. Das war ja schon ein großes Ding mit sehr viel Erwartungsdruck, glaube ich, auch auf Dennis Erhardt, weil ja zum Hintergrund nochmal, dass jetzt die erste Folge ohne Marco Göllner auf dem Regiestuhl ist. Und ja, wie... Fragt jetzt einfach mal blank in die Runde, wie fandet ihr denn die Neuauflage, das Debüt, wie auch man immer das nennt? Also ganz ernsthaft, ich bin ja mit sehr schlechten Erfahrungen oder Erwartungen rangegangen. Anfangs war ich ja auch richtig sauer, dass der Marco Göllner eigentlich einfach so abgesetzt wurde, zumindest so, was ich anfangs davon nur hörte. Ja, und dann habe ich die ersten Hörproben gehört, dann hat mich doch irgendwie, naja, nicht ganz umgehauen, aber die Spannung hat es dann geweckt. Als ich mir dann den Dreiteiler dann gekauft habe und angehört habe, da habe ich gedacht nur noch, ja, wow. Also völlig begeistert. Ja, also es war nicht völlig anders wie bei Marco Göllner, würde ich sagen. Wobei ich jetzt auch gerne wissen würde, wie Marco es gemacht hätte. Aber ich meine, klar merkt man die andere Handschrift. Alexander Ries macht ja jetzt Sounddesign und der Dennis Erhardt macht ja die Regie, zumindest die drei Teile jetzt momentan. Und ich finde, man merkt schon, denke ich, dass er die ganzen Teile kennt, weil es ist ja so, es wird ja auch in seinem Verlag gedruckt. Ich finde, das hat er besser hingekriegt als anfangs die Sinclairs. Ja, wobei das mit Sinclairs, also gerade die erste Folge war, glaube ich, von der Vorlage auch ein bisschen problematisch. Also, ja, aber nicht nur von Anfang. Also anfangs hat so ein bisschen auch vom Humor und vom Inhalt her gezappelt, sage ich jetzt mal. Aber später ging es dann, hat es dann wieder so ein bisschen an Döring angeschlossen. Ja, aber gerade der Humor fand ich jetzt auch hier bei den Dorian Hunter ein bisschen unterrepräsentiert, oder? Zu den anderen Folgen hin. Ja, mir ging es da ähnlich im Prinzip. Ich war auch ziemlich sauer anfangs und bin jetzt, ich bin zwar nicht hundertprozentig überzeugt, aber doch positiv überrascht. Aber der Humor ist irgendwie abhanden gekommen. Es gab zwar noch so ein paar nette Sprüche von Cohen und ja, von Chapman, aber ich habe auch das Gefühl, so, dass zum Beispiel Mrs. Pickford gar nicht mehr so, die ist nicht mehr so aufgekratzt wie früher, habe ich das Gefühl. Gut, wir kennen ja auch die Buchvorlagen nicht, oder? Nie. Nein, stimmt. Da bin ich auch völlig unbeleckt, was die Bücher angeht. Und ja, also er tut es eben, ne? Also das ist ja von Anfang an quasi sein Werk. Er hat ja wohl früher sogar wohl mal mitgeschrieben. Naja, aber sein Werk ist es nicht. Naja, nein, ich meinte jetzt mit, er hat es ja zurück vom Pabel Verlag zu seinem Verlag oder damals halt nicht sein Verlag geholt, aber der hat ja von Anfang an sozusagen, wo es im Zaubermond Verlag ist, mitgearbeitet. Ja, da war er, er sagte, er ist zum Zaubermond Verlag gekommen als Autor und irgendwann hat er dann den Zaubermond Verlag vom Vorbesitzer übernommen. So. Richtig, ja. Aber sein Werk, sage ich mal, ist es jetzt nicht. Das ist Ernst Wilczek, ja. Also ich war am Anfang ein bisschen schockiert, muss ich ehrlich sagen. Als ich die erste Szene oder die ersten paar Zeilen gehört habe, habe ich gedacht, ist das jetzt der neue Sinclair? Ja. Nach dem Motto, nicht was bisher geschah, sondern so dieses, ich bin der und der, mir ist das und das passiert und jetzt kommt das und das. Fand ich auch extrem langweilig, dieses Intro. Das hätte nicht sein müssen. Aber dann sind viele Sachen passiert, wo ich sage, ja, das ist auch dem Flair der Serie sehr gerecht geworden und den hat halt Marco Göllner, finde ich, erfunden. Dieses spezielle, besondere, auch was das Sounddesign anbelangt, da stecken ja trotzdem immer noch viele Hunter-typische Sachen drin. Also das ist ja alles noch erhalten geblieben, die Musik ist auch erhalten geblieben. Es hat aber sicher eine eigene Handschrift. Es ist, glaube ich, auch schwierig gewesen, die Geschichte umzusetzen, weil es ja doch recht komplex ist. Gerade was hier die Handlungsstränge und historischen Ebenen wieder anbelangt. Das ist ganz gut geglückt. Dieter Hallervorden fand ich einen Fehlgriff. Ja. Leider. Es,
es ist eine interessante Wahl, auch die Stimme ist interessant, aber irgendwie hat nicht gezündet. Das irgendwie war das immer irgendwie fehl am Platz. Ich fand ihn nicht extrem schlecht. Nein, aber extrem schlecht ist, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber irgendwie fand ich ihn schon ein bisschen deplatziert. Also vielleicht. Ich kannte ihn schon vorher überhaupt nicht. Gut, mag vielleicht eine Bildungslücke sein, ich habe mich eher danach erkundigt, was das für ein Typ ist. Naja, ich kannte ihn halt vorher nicht, deswegen... Gut, besonders schlecht fand ich ihn jetzt auch nicht, aber jetzt auch nicht überragend. Naja, immerhin ist er ja trotzdem irgendwo Schauspieler, ne? Und es gibt halt Schauspieler, die Hörspiele und Synchron gut können, und es gibt ja auch Schauspieler, die das eben nicht können. Das hört man ja immer wieder von bekannten Sprechern, die dann sagen, es gibt halt Kollegen, die das machen können, und es gibt Kollegen, die das nicht machen können. Und vielleicht ist er da einfach nicht so gut. Ich finde es aber auch nicht schlecht, einfach jemanden quasi dadurch irgendwie eine neue Farbe reinzubringen. Und das ist bei Hallervorden, also vorher habe ich gedacht, ja, das könnte eigentlich was werden. Warum nicht? Auch von der Figur her, so unpassend finde ich das gar nicht, aber so im Endergebnis hat es mich nicht überzeugt, gerade wenn es ins Finale ging. Ich fand das Finale auch eigentlich die schwächste Folge von den dreien. Mhm. Mir hat die mittlere am besten gefallen. Ja. Meinst du vielleicht, das könnte auch an der Regie liegen? Meinst du vielleicht, die Regie hätte vielleicht aus Hallervorden mehr rausholen können? Das wage ich nicht zu beurteilen. Doch. Ich nicht. Denke ich schon. Also wenn eine Schauspielerleistung nicht so ist, dann liegt es letztlich an der Regie. Also ich denke mal, kann er das? Wenn er es nicht so kann, dann muss man halt weglassen. Ist letztlich verantwortet die Regie. Also entweder kriegen die das hin, dass der das vernünftig macht, oder sie müssen halt sagen, okay, dann nehme ich den für irgendeine andere Rolle und besetzt die Rolle um, wenn das nicht funktioniert. Aber also ich fand's wirklich mit Abstand die schlechteste Figur da drin. Also von der schauspielerischen Leistung her, der ist also regelrecht auffällig gewesen in diesem Ensemble. Ich fand es vom Casting her nicht besonders gut. Also ich hätte von der Stimme her, war der mir überhaupt nicht in diese Figur gepasst. Das war mir irgendwie zu lax, diese Art, wie der angelegt war. Und das ist irgendwie meiner Sicht von der Figur nicht gerecht geworden. Also das mag stimmt schon. Einzelmeinung sein, aber also mich hat es wirklich nicht überzeugt. Ich mag den eigentlich sehr gerne, aber da nicht. Wie gesagt, ich kannte ihn vorher nicht, also daher hatte ich auch keine Vorurteile oder so. Ja. Ich fand es sehr witzig, dass beide Tims drin waren. Da deine beiden Tims? Meine beiden Tims. Also die Speyer-Besetzung zum Beispiel fand ich sehr, sehr gut. Aber das ist einfach ein super Schauspieler, der hat das großartig gemacht. Nicht erst seit Amadeus, das ist einfach ein toller Schauspieler. Und das ist richtig gut besetzt, fand ich. Na gut, ich meine, den gibt's ja noch. Der wird ja noch mal vorkommen. Ja. Noch ist er ja nicht tot. Aber Faustus doch auch, oder? Das weiß ich eben nicht. Eigentlich soll er den ja immer in Visionen erscheinen, laut Heftinfos. Also jetzt regelmäßig? Ab und zu stand da mal, aber was da immer ab und zu heißt, weiß ich nicht. Ich kenne die Hefte nicht. Ach du meine Güte. Aber ich glaube nicht, dass sie immer ständig Hallervorden nehmen können. Das glaube ich nicht. Das können die sich, glaube ich, nicht leisten. Naja, kommt drauf an, wie umfangreich der Text ist. Vielleicht ist es ja schon aufgenommen. Ja, gut, das kann ja genau. Er war ja hier auch mal im Text, oder? Nee, stimmt. Da hat er hier auch eingeschnitten, so viel Text. Also die Rolle war ja eigentlich. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es ist halt ein Promi, okay, deswegen verstehe ich schon, dass man den nach vorne schiebt, aber so präsent, auch wie im Booklet und so auftaucht. Ja, es ist halt ein recht großes Zugpferd. Ne? Also den kennt halt wirklich halb Deutschland. Und, aber ich weiß auch nicht, als ich die Rolle zum ersten Mal hörte und später dann so, gut, ich fand ihn jetzt nicht grauenvoll, wie schon gerade gesagt, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, würdest du den jetzt eigentlich im wirklichen Leben irgendwie als Freund ernst nehmen? Ja, das steht ja so, als hätte der irgendwas Komisches im Hinterkopf. Also ich weiß nicht. Na, so ein Schreck im Nacken. Die Farbe fand ich gar nicht mal so verkehrt. Ja, also das kann aber dran sehen, dass wir tatsächlich den Hallervorden als Diddy kennen, und sobald das so ein bisschen in diese leichte Dings reingeht, dass wir da direkt ein vollkommen verschrobenes Bild haben. Das mag natürlich sein. Das ist immer sofort Nonsens. Ja, dass du da immer so hört, palim, palim. Und, ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Das kann natürlich sein, da will ich mich nicht von lossprechen. Dass das vielleicht, weil man ihn einfach kennt, so, wie er ja auch festgelegt ist in den Köpfen auf die komischen Rollen, sage ich mal. Mhm. Wobei, also ich habe ihn aber als Student damals immer gerne gesehen, als diesen alten Studenten. Kennt die Geschichte jemand? Das lief irgendwann im ZDF mal. Da hat er irgendwie eine eigene Serie gehabt und hat so einen Student als alten Mann gespielt. Also ihr Altersstudent, nee, wie schimpfen die sich? Also Rentner, die quasi in der Rente dann nochmal zu studieren anfangen. Mhm. Kennt das keiner zufällig? Nee. Das war auch eher eine ernste Rolle, aber auch mit so heiteren Untertönen, eben wegen Skurrilität. Und so in die Richtung ging das ja auch.
Also ich habe ja schon mehr darauf geachtet. Ich weiß nicht, wieso das so ist bei mir, aber ich achte ja nicht nur auf die Geschichte, sondern ich achte gerade bei neuen Produktionen, dann haben sie dieses Geräusch auch echt so nachgemacht, wie das Göllner gemacht hat, oder wie klingt das jetzt, wie klingt das Laufen, wie klingt diese räumliche Atmosphäre. Ich fand zum Beispiel, das Auto klang zu groß. Der Lieferer, was denn? Welches Auto? Nee, ich meine, wo Coco und Dorian dann letztendlich drin saßen. Ich finde, das fand irgendwie richtig groß. Also der Raumklang, das war überhaupt nicht so beengt wie in einem Auto eigentlich, wie das klang. Okay. Also ich nehme ja auch ab und zu mal mit Freunden so Hörspiele auf oder so. Da setze ich mich wenigstens mit denen dann noch, ja gut, ich weiß, dass es da nicht möglich ist, aber man hätte es bestimmt mit irgendwelcher aufwendigen Studiotechnik hinbekommen. Ich setze mich da ins Auto, lass mich dann zwar nicht fahren oder so, aber wenigstens hätte man die Autoakustik noch da drin. Ja, da gibt es ja Filter für, das kann man ja eigentlich machen. Ja, das dürfte ja eigentlich auch kein Problem sein. Das dürfte ja relativer Standard sein, sowas. Also genau, das muss ich sagen, das bekommt Göllner gut hin. Was mich gestört hat, waren die Wirtshausszenen oft. Die waren mir meist zu lasch. Also die waren so, das kann aber kaum ein Hörspiellabel, also wo viele Leute sind, da wirklich das so einzufangen, dass das auch so klingt, als ob da viele Leute wären. Mhm. Also das schafft selbst Titania kaum mal richtig. Also das ist insofern, sei es entschuldigt, scheint echt ein Problem zu sein, sowas zu machen. Ja gut, irgendwann wird wahrscheinlich auch gerechnet, was ist Kosten-Nutzen-Faktor oder sowas, keine Ahnung. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so kompliziert ist, also so, dass man so eine Atmosphäre irgendwie, das müssen wir doch irgendwo im Hintergrund irgendwie spielen können. Also ich verstehe es nicht. Also da bin ich auch zu wenig in der technischen Materie drin. Lass ich mir dann runter, aber ich stelle mir das irgendwie einfacher vor, als es als Fleisch ist. Wir müssen uns ein Studio einladen lassen, dann würden wir uns betrinken im Hintergrund. Dann genau. Also ich würde mich bereit erklären. Ich habe mal für Lausch, Wirtshausgeräusche mit eingesprochen. Ich habe das aber jetzt auch nicht mehr im Ohr, wie gut oder schlecht das Ergebnis war. War das bei Drizzt? Das war, glaube ich, für alles. Für alles. Das ist dann überall eingesetzt worden. Muss mal gucken. Ich glaube, bei Drizzt war es auf jeden Fall drin. Ja. Sowas würde ich auch gerne mal machen. Es war beängstigend. Also im Lausch im Studio, im Wandschrank zu stehen und... Im Wandschrank. Mit Patrick Holtheuer, Thomas Birker und wer war noch dabei? Willi Kniep, ja. Wir zu viert im Wandschrank. Oh. Stelle ich mir sehr schön vor. Ja. Es war kuschelig, ja. Ich habe aber noch was zum Thema Sounddesign. Also was mir extrem negativ aufgefallen ist, es waren ein paar neue Musikstücke dabei. Die waren so ziemlich technomäßig und ich finde, also Marco hat das so immer gemacht, wenn irgendwas in der Vergangenheit gespielt hat, dann hat er Musik rausgesucht, die zu der jeweiligen Zeit passt. Und ja, hier gut, hat man einfach über das ganze Hörspiel typische moderne Industrial-Musik benutzt und das fand ich so, ich weiß nicht, wann war das, 1400 irgendwas oder? 1500 irgendwas, die Musik passte nicht zum Setting dann, fand ich so. Na gut, man muss ja ein bisschen deinen Schutz nehmen, wenn auch nicht hundertprozentig. Na gut, Marco hatte ja gewisse Entscheidungsfreiheiten, auch natürlich, wie du gerade sagtest, ja auch wegen der Musik oder so, aber die Musik kommt aus der gleichen Quelle. Also es ist ja, jetzt nicht stimmt. So, also die Musik macht ja Andreas Meyer. Wobei das aber schon weiterhin von der Regie kommt. Also das sagt ja, also Marco Göllner hat dann glaube ich immer gesagt, er will das und das und das, so und so und so haben und dann hat der Musiker was gebastelt, oder? So. Ja, könnte sein. Ich weiß nicht, ob die Musik dann später auf die Szenen gebastelt wurde oder ob man gesagt hat, ich will jetzt so eine Musik, die ich jetzt auch in mehreren Szenen einsetzen kann. Das kann ich nicht sagen. Zumindest, ich habe ja hier den Dreiteiler richtig gekauft als CD mit Soundtrack. Ja, stimmt. Das ist ganz toll, dass der Soundtrack dabei ist. Das fand ich auch super. Das und und ich muss sagen, die sind auch richtig schön benannt worden. Ich als Hunter-Fan habe es auch immer wieder erkannt. Ah, gut, diese Titel wurden auch so richtig zuverlässig benannt. Ich weiß auch, wozu sie gehören. Ich wusste sofort zum Beispiel Wien-Theme und von 1700 und andere Sachen, wie zum Beispiel eine von diesen Nacht von Nancy zum Beispiel. Das wusste ich ganz genau, dass es dazugehörte.
Sehr geil finde ich auch, dass dezidiert beschrieben wird im Booklet, wie teilweise die Klänge zustande gekommen sind. Und da merkt man, was da für ein Hackenaufwand teilweise dahinter ist. Also wirklich, wenn da einzelne, was war das, irgendwie so ein Zupfinstrument, einzelne Töne rausgesampelt und die verdreht und verzwurbelt und so weiter. Also da steckt schon sehr, sehr viel Hirnschmalz auch immer dahinter. Das ist schön, wenn das auch mal so dezidiert beschrieben wird. Das fand ich ja. Ja, deswegen mag ich es auch nicht bei Leuten, die einfach sagen, elektronische Musik. Nee, ich mag selbst elektronische Musik und da kann man auch sehr viel Kunst beweisen. Ja. Wie fandet ihr denn den Spannungsbogen über die drei Folgen hinweg? Ich fand den so eigentlich in Ordnung. Also das Finale? Ich fand nämlich das Finale ein bisschen schwach. Also ja, gerade die dritte Folge hat es... Weiß ich jetzt nicht. Für die lange Anlaufzeit war es dann ein bisschen... War halt schnell vorbei irgendwie. Ja. Ne? Ja, genau. Das ging ziemlich schnell. Das hatte ich auch das Gefühl. Aber Spannung hatte die Folge auf jeden Fall. Also es ist jetzt... Sicher. Was Spannung angeht, ist sie nicht abgefallen. Ganz im Gegensatz zu Sinclair. Also die neuen Sinclairs, die finde ich... Aber ich weiß nicht, bei den Sinclairs muss man ja dazu sagen, ich kenne ja auch so ein bisschen die Hefte, ich habe die auch mal gelesen. Man muss ja dazu sagen, die Hefte liefern auch nichts Besseres manchmal. Das stimmt. Es sind nur mal Groschenromane. Das stimmt, aber ja, Erhard schreibt die ja auch immer um. Ja, das schon. Dann der Bearbeiter aber was Besonderes draus machen. Das hat halt Marco, also ich finde, das hat Marco Göllner halt am Anfang gemacht. Der hat aus auch am Anfang simplen Geschichten, ich meine, das hat schon ein bisschen mehr Futter, Dorian Hunter, finde ich, aber der hat schon aus normalen Geschichten durch eben durch Regiekniffe, durch Perspektivwechsel und was er da immer für verrückte Sachen gemacht hat, immer was Besonderes draus gemacht. Ja, richtig. Oder wenn man bedenkt, dass er Folge 19 richtfest eigentlich gar nicht machen wollte, ne? Wieso? Das war eine Vorgabe vom Verlag, dass es irgendwie die Folge 19 geben sollte. Da hat er sich wohl aber irgendwie überlegt, gut, mache ich eine Cone-Folge daraus. Dass sie sich schon mal der Lillian näher kommen. Spoiler, die sollen sich ja wohl irgendwann auch näher kommen. Also Lillian und Marvin Cone. Mist, jetzt weiß ich das schon. Nein, ist okay. Ist okay. Eine Romanze mit Marvin Cone ist auch wunderschön. Das ist super Vorstellung. Ja, das stelle ich mir auch lustig vor. Ja doch, also spannend war sie, wie gesagt. Also ich fand sie, ich hatte mehr Befürchtungen, also es sind mehr Befürchtungen zerstreut worden als bestätigt worden bei mir. So würde ich es auch sehen. Und ich bin mal auf die 26 und weitere Folgen gespannt. Da macht ja die... Andrea Böttlinger, genau. Da macht die Skriptarbeit. Genau, Regie wird weiterhin dann halt Dennis Erhardt machen, so wie ich das verstanden habe. Und was sie ja schrieb, diese Andrea Böttlinger schrieb ja, dass sie noch an einem weiteren Hörspielprojekt für den Zaubermund Verlag schreibt. Okay, das weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe ja, dass man vielleicht das Haus Zermis noch vertont. Ja, ich wüsste sonst nicht, was sie noch im Portfolio hätten, oder? Das würde sich ja anbieten. Das würde passen, ja. Obwohl, die haben ja mal auch Kai Meidinger lizenziert, so ist es ja nicht. Echt? Oh, nicht noch mehr Kai Meier. Kai Meier, meine ich. Kai Meier. Ach, Kai Meier. Ja. Entschuldigung, nein, nicht Karl Meier, nein, Kai Meier. Na, das schon eher. Was ich aber immer noch, also da komme ich auch nicht drüber weg, den Umgang mit Marco Göllner letztendlich, wie man den abgesägt hat, also das finde ich immer noch total Arschlochverhalten, muss ich sagen. Und ich finde auch, Marco ist ja recht offen damit umgegangen. Wahrscheinlich, ja gut, der durfte natürlich nicht über alles reden, aber man wüsste halt doch schon gerne, was da so im Hintergrund passiert ist. Ich habe ja den Eindruck, das weiß er bis heute noch nicht so richtig, was da die Gründe waren. Also ich hatte so den Eindruck, der ist da voll vollendete Tatsachen gestellt worden, nach dem Motto, ab 25 bist du nicht mehr dabei und das war's jetzt. Ich ziehe da ja auch so ein bisschen gewisse Parallelen mit dem Kündigen von Universal-Vertrag irgendwie. Irgendwas muss da richtig gekracht haben, ich weiß nicht. Ja. Die tun da zwar jetzt so harmonisch und so, aber ich glaube, mit dem Universal-Vertrag... Das haben sie mit Sassenberg auch gemacht. Harmonisch ist er immer. Ja, ich finde auch immer albern. Wenn irgendwas Negatives passiert und die Verlage stellen es immer so hin, als ob das total toll und total super wäre und das ist es einfach nicht. Und man darf eben nicht vergessen, Dorian Hunter gibt es in der jetzigen Form nur aufgrund von Marco Göllners Skripten. Ja. Ja. Gut, ohne Zweifel, ja. Da würde ich das 100%ig zustimmen. Also ich glaube auch nicht, dass ohne Marco Göllner die über 10 Folgen hinausgekommen wäre, glaube ich auch nicht. Nee. Also, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Ursprünglich war Dorian Hunter ja lizenziert an Nocturna Audio. Genau. Dann Marco hatte wohl vor ein paar Jahren schon für Lausch Skripte geschrieben und hatte sie dann an Dennis Erhardt geschickt, einfach mal so ins Blaue hinein. Und dann hat Dennis Erhardt die gelesen
gelesen und hat gesagt, Mensch, das ist so gut, jetzt machen wir Hörspiele. So, und das war die erste Serie im Zaubermond Verlag. Und ich gehe sogar noch weiter und sage, wenn es Dorian Hunter als Hörspiel bei Zaubermond nicht gegeben hätte, hätte es dann Kai Meier gegeben, hätte es dann Sonderberg und Co. gegeben. Ja, kann gut sein. Wäre Dennis Erhardt dann heute Regisseur bei John Sinclair? Das wissen wir nicht. Nee. Aber kennt ihr jemand denn von euch diese Nocturna-Geschichten? Ich kenne die überhaupt nicht. Also ich kenne diese erste, gab es doch... Es gab ja nur eine. Ja, ein Hörspiel. Die eine gab es doch überhaupt. Die ist gar nicht... Die waren das? Im Zeichen des Bösen gab es ja, doch. Ja, die erste Folge. Irgendwie ist sie doch veröffentlicht worden, oder? Ja. Für eine kurze Zeit irgendwie. Ja, also irgendwie war... Da kommt man immer noch dran. Die war halt so, wie die alte war, oder? Nee, ich fand die tatsächlich gut damals, aber natürlich schon ewig her und vor der jetzigen Hunter-Form gehört. Ja, aber das war aber damals wie so alle, wie Sinclair war, also so nichts, wo ich gesagt hätte, also das ist jetzt die Offenbarung des Hörspielmarktes, was da eigentlich so war. Das ja, war halt ein Groschenroman, der als Hörspiel zeitgemäß umgesetzt wurde. Ja, also so, aber gut umgesetzt. Das hat die den Weg getan, aber... Die war überhaupt nicht düster. Aber damals kannte man das ja, man kannte ja Dorian Hunter in der Form, wie er heute gibt, gab es ja nicht. Es gab ja damals ja nur, okay, Gabriel Byrne's gab's. Aber ich finde, zu der Thematik passt auch dieses düstere Flair viel besser. Die Nocturna, weil es auch was Besonderes macht, Thor. Die Nocturna war eher lustig. Ja, ich finde aber auch, Dorian hat es auch an sich schon eine erzählenswerte Geschichte. Also nicht alleine, weil es eben nicht wie bei Sinclair, das ist ein besonderer Bumerang oder Kreuz oder Schwert oder was auch immer ist, sondern dass der Hunter sich da irgendwie immer rausretten muss. Wobei auch ein silbernes Kreuz war. Ja gut, da kommt es auch vor, aber es ist halt nicht ein Allmachtmittel irgendwie so. Ja. Ja, und letztendlich, ich muss nochmal eine Lanze für Marco brechen. Marco hat die Skripte geschrieben, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass die Serie gemacht wird. Er hat den Musiker ins Projekt geholt. Er hat den Coverkünstler ins Projekt geholt, der jetzt auch die Cover für die Bücher macht. Also sowohl Hunter als auch das Haus Zamis. Ja, er hatte seine Freiheiten, hat das und hat letztendlich den Hunter so geprägt, wie er heute ist. Ja, das finde ich schon ein bisschen schade, dass die jetzt sagen, gut, jetzt hast du uns alle Künstler an Bord geholt, jetzt tschüss. Ja, genau, und genau dieses Gefühl habe ich eben. Und wenn jetzt, ich lese es ja in den Foren, jetzt kommen die ersten Rezensionen und sagen dann, ja, Hunter 25, super toll, wer braucht schon Marco Göllner? Und das finde ich das finde ich scheiße. Entschuldigung. Ja, vor allen Dingen ist es auch so nicht wahr. Also ich meine, man kann natürlich jetzt nach einer Folge das noch nicht sagen, weil auch, sag mal, Göllner hat auch Folgen abgeliefert, die jetzt nur okay waren, also die auch nicht das große Gold waren, was dann auch an der Story lag oder an dem Spannungsbogen des jeweiligen Hörspiels. Insofern, ich fand die Folge auch okay, aber ich fand sie jetzt nicht super gut und da gab es bei Dorian Hunter schon Besseres und ich befürchte, dass man, wenn man jetzt mal 5 Folgen von Erhardt gehört hat, dann wird man merken, es ist immer okay, aber es ist nie das besonders Gute. Also ich finde jetzt auch die Bewertung, wie diese Dorian Hunter-Folge bewertet wird, teilweise ein bisschen zu euphorisch. Also ich weiß nicht, ob es da einfach dran war, dass, wie Martin schon sagte, dass diese negative Erwartungshaltung einfach so dann doch in vielen Punkten nicht bestätigt wurde. Man dann froh ist, dass es wenigstens noch so ein ordentliches Hörspiel geworden ist, dass man das dann so gut bewertet. Aber so gut bewertet, wie es jetzt Kollegen von uns gemacht haben, also so gut sehe ich es jetzt auch nicht. Ich denke mal, das ist die Fanbrille. Ich liebe Hunter, muss ich sagen. Ja. Also es gibt keine Serie, das ist einfach herrlich, da freut man sich jedes Mal drauf. Das haben viele andere wahrscheinlich auch und von daher, dann findet man es toll, sage ich jetzt mal, weil man es toll finden will. Man ist Fan und ja. Kann natürlich sein. Ich weiß nur, dass ich halt derbe enttäuscht war und also damals, als ich das gehört habe, war doch recht froh, dass die Erwartung nicht so grausig war, wie es eigentlich von meiner Seite aus erwartet wurde. Vielleicht ist das diese Sichtweise, klar. Man müsste jetzt natürlich mal jemand neutral da irgendwie hinstellen, aber das ist dann auch nicht möglich, weil der sich wahrscheinlich dann durch die Geschichte hinquälen würde. Aber es ist jetzt auch, es ist ja nicht so schwer, das jetzt relativ gut zu machen, weil es gibt eine Vorlage und man kann sich natürlich aus dieser Vorlage jetzt bedienen. Ne? Ja. Ja klar, aber wobei ich jetzt auch, muss ja auch dran denken, man kann ja nicht hundertprozentig Marco kopieren, das geht nicht. Also dann wäre ja Marco einfach ersetzbar. Das ist ja eigentlich
eigentlich nicht. Ja, und das ist auch vom künstlerischen Gesichtspunkt dann einfach nicht fair, wenn man jemanden kopiert. Ja, das Problem ist ja, man weiß ja nicht, wie Marco es gemacht hätte. Das ist ja halt immer eher schwierig zu vergleichen. Also wenn es das gleiche Hörspiel wäre, könnte man auch sagen, okay, das ist, aber es sind ja neue Geschichten und es ist durch die neue Zeit, die da mit reinspielt, also diese dritte Inkarnation jetzt, das wird ja, was soll ich denn sagen, das ist ja schwer vergleichbar mit dem, was Göllner draus gemacht hätte, weil man das ja nicht weiß. Und ja, ja. Apropos dritte Inkarnation, da ist man einfach so reingeworfen worden, ne? Das ja. Im Vergleich zu den bisherigen Inkarnationen, meine ich, das hat sich alles so angebahnt und die Folge 25 ging ja eigentlich mit der dritten Inkarnation so aus heiterem Himmel fast schon los und dann ja, dachte klar. Man erstmal so, oh, was ist jetzt, ne? Aber gut, man wusste natürlich jetzt natürlich nicht, dass es die dritte Inkarnation ist. Man hätte es vielleicht geahnt, vielleicht für diejenigen, die das nicht so streng verfolgen wie, beziehungsweise es ist ja schon im Booklet die Rede davon. Mhm. Man bereitet sich ja schon irgendwie davor. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, dass man so jetzt da reingeschmissen wurde. Also man kann ja nicht immer das alles gleich machen, dass man irgendwas findet, eine Aufzeichnung oder sowas. Im Prinzip sind es ja, wenn man mal streng genommen, sind das ja Dorians Gedanken, ja, die wieder zurückdenken oder die Erinnerungen, die zurückkommen oder die Stellen, wo er ohnmächtig wird und sich dann irgendwie das Ganze dann träumt. Und das ist ja im Prinzip, will man ja damit das so machen. Ich bin ja jedenfalls mal gespannt, wie es weitergeht, weil ich weiß ja ganz genau, er weiß ja, wie es weitergeht, also der Dennis Erhardt, und er kennt diese Geschichten. Mal sehen, ob uns das was zu nutzen sein wird oder ob die Geschichte einfach wieder nach unten sackt, wie bei Sinclair von der Produktionsweise. Aber ich denke mal nicht, die Ängste sind jetzt irgendwie auch so langsam weg. Natürlich muss man gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe halt nicht, dass Hunter zur Routine wird, weil Hunter immer was Besonderes war. Sinclair ist, also für mich ist Sinclair Routine und Hunter ist immer was Besonderes gewesen. Ja, richtig. Und ich hoffe halt, dass man bei Hunter dann nicht auch in so eine Art Routine verfällt und ja, die Folgen dann gleich klingen. Also ich möchte bei Hunter wirklich bei jeder Folge was Besonderes haben. Ich finde die Produktionsweise bei Sinclair gar nicht so, so schlimm. Also die Produktion an sich ist gut. Das ist alles super atmosphärisch und wie bei den Elfen zum Beispiel auch. Die Skripte von Sinclair sind einfach schlecht und ich hoffe, dass bei Hunter, dass die Skripte da besser bleiben. Aber da gut, da haben wir auch eine andere Autorin jetzt. Ne? Ich habe noch zwei Sachen. Wie fandet ihr denn die Idee mit Trevor Sullivan? Also wie er jetzt ausscheidet sozusagen. Also Spoiler, er wird sowieso sterben. Ja, das weiß ich, ja. Da kommt ja auch nicht mehr drauf an. Also nein, ich meine, der wird ja in Romanfolge 75 wird er ja sterben, soviel ich weiß. Ich würde sagen, anstatt den Sprecher neu zu besetzen, finde ich die Idee eigentlich gar nicht mal so schlecht. So scheiße das auch vielleicht klingen mag, aber es ist halt besser, ihn dann lieber so in Koma und ihn so langsam sterben zu lassen, anstatt die Rolle einfach irgendwie neu zu vergeben. Man weiß ja gar nicht, ob sie ihn nun sterben lassen. Also ja, und auch wenn nicht, aber er sagt, die haben ja gesagt, er wird nicht reden können. Ja, eben, das meine ich. Dann macht er einen auf schriftlich. Dann nachher wie so ein Krebspatient mit so einem am Kehlkopf. Keine Ahnung. Jedenfalls finde ich die Idee gar nicht so schlecht. Ich meine, Marco hat das ja auch so umgesetzt. Das ist ja noch nicht mal eine Idee von Dennis Erhardt. Glaube ich jedenfalls, das weiß ich nicht. Die letzten Szenen mit Konrad waren doch irgendwie Archivmaterial, oder? Ja, der hat Anekdoten aufgegriffen, die er wohl immer im Studio erzählt hat, bevor er die Aufnahmen dann gemacht hat oder nach den Aufnahmen. Und die hat er dann einfach irgendwie zusammengeschnitten. So, und irgendwas hatte ich noch, aber das habe ich jetzt vergessen. Wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Wir sind hier schon unter ferner Liefen. Ach wieso, das ist doch ein Thema, wo das es sich richtig, drüber ja. zu reden lohnt, oder? Nur ist das eine ganz schlimme Folge diesmal. Ganz schlimme Orcast-Folge, in der wir wahrscheinlich bis morgen noch hier stehen. So viel Stoff wieder, oder? 100 Hörspiele, wovon wir jetzt eins besprochen haben. Oh je, alles klar. Alles gut, alles gut. Das ist schon richtig, es ist ja wirklich auch was die Gemüter bewegt hat in den vergangenen 2 Monaten. Ja, vielleicht können wir es ja nächsten Monat nochmal aufgreifen, wenn Lennart, wenn es bis dahin eingefallen ist. Richtig, genau. Vielleicht haben wir bis dahin ein paar Reaktionen. Vielleicht gibt es da draußen noch den einen oder anderen, der da noch seinen Senf zu loswerden möchte. Immer her damit. Da machen wir noch eine schöne Runde. Das ist übrigens interessant mit 4 Leuten. Finde ich gut. Ja, hat was. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Ich auch. Also 3 Teiler und deswegen sollte das auch eine riesige Runde werden. Mhm. Oh je, dann warte ich auf die letzten. Nächsten Monat kümmert sich dann die Sekretärin, wie gesagt, drum. jetzt fällt es mir wieder ein. Ich fand es schade, dass man,
also Dorian erzählt ja, er hätte Mrs. Pickford eine Vase an den Kopf geschmissen. Ja, stimmt. Hm? Warum hat man das nicht akustisch umgesetzt? Das wäre richtig lustig gewesen. Das wäre lustig das gewesen. Das wäre lustig, wenn ältere Damen eine Vase an den Kopf kriegen. Nein, hat weil man, die hat man, aber das ist untergegangen. Wie untergegangen? Philipp macht ja da irgendwas. Ja. Und man hört nur noch so irgendwas, wo alle sind dann so aufschreien, so und dann kommt plötzlich so ein Klirren. Also man hört da schon irgendwas, aber man weiß eben nicht, dass es vorher eine Vase war. Ich dachte, das wäre, weil Philipp durch den Tresor greift, durch die Wand. Das hätte man irgendwie deutlich herausarbeiten können, finde ich, weil das wäre einfach lustig gewesen. Das wäre wieder ein humoriger Moment gewesen, wo man sich wieder weggeschmissen hätte, aber das macht man nicht und das finde ich ärgerlich, sowas. Ja. Naja. Gut. Gut. Ja. Dann machen wir mal auf den Hand oder den Deckel. Was? Wir haben noch Offenbarungen auf dem Zettel, ne? Genau. Wir drei? Oder ist Ali auch Offenbarungenhörer? Ich höre es nur noch, aber so nebenbei beim Aufräumen. Ja. Also, ich weiß nicht, das ist alles richtig schlimm geworden. Ich blick da einfach nicht mehr durch. Es ist nicht mehr die Offenbarung 23, was ich sonst immer gehört habe. Hm. Bist du auch seit Anfang an dabei, ja? Ja, bin ich. Hm. Wenn ihr wollt, wir können die auch zur vierten Mal ran, dann. Können wir ruhig machen, ja. Fang mal an, Lennart. Ja, ich achte halt nicht mehr so darauf, wie das früher war. Ich bin, echt, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht von dieser Serie. Das liegt ja dann aber auch wieder im Autor. Ne? Weiß ich nicht, es ist ja der gleiche Autor. Die anderen habe ich gleich ausgelassen. Ich kenne die anderen überhaupt nicht. Null. Ja, ich auch. Ja, aber Jan Gaspar ist umstritten, was das Skripteschreiben angeht. Ja, es geht um Folge 52. Kurz vorm Finale sind wir schon. Die Area 51, auf die ja schon als Mutter der Horte der Offenbarungstheorien, der Verschwörungstheorien eigentlich schon längst hätte fertig sein sollen. Jetzt ist sie also da, aber anders, als man sich das wahrscheinlich gedacht hat. Ja, und ich finde das gar nicht mal so schlecht gelöst, weil es wird eben nicht wieder auf diesem Alien-Mythos rumgeritten in der bekannten Art und Weise, sondern da wird sogar für mich eine relativ schlüssige Erklärung für diese. Es gibt ja auch Fotos von der Area 51 damals, als die Untertasse in Roswell abgestürzt ist. Und es gibt ja auch Fotos von den sogenannten Aliens. Also ich finde die Lösung, die man da gefunden hat, um das zu erklären, finde ich gar nicht mal so unlogisch. Aber nur, weil so ein Zwerg das Ding fliegt? Ich weiß nicht. Da hätte ich mir doch lieber irgendwas wie ein unbemannter Flug oder sonst irgendwas ausgedacht, aber... Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Ich meine, dass durch radioaktiven Atommüll irgendwie Missbildungen hervorgerufen werden können, das klingt für mich logisch. Und ja gut, klingt nach einer Versuchsreihe von Militär, hast recht, aber trotzdem, dass die extra so Kleinwüchsige dafür suchen, gibt's denn so kleine Kleinwüchsige, die in so einem kleinen Ding reinpassen? Hast du mal der Kenny Baker zum Beispiel, der bei Star Wars mitspielt, der ist auch kleinwüchsig. Und der ist im Kostüm von R2-D2 und R2-D2 ist ziemlich klein. Da gibt's ein wundervolles Foto, wie er gerade Mittagspause macht und seinen Deckel oben hat. Okay. Eines Na gut, ich kenne ihn optisch nicht. Wie klein muss ich mir den vorstellen? Bist du hübsch? Ja, ist halt die Frage, ob du überhaupt eine Vorstellung von Größen hast. Das weiß ich ja nicht. Ja, aber eine Zentimeterangabe habe ich schon Vorstellungen. Ja, wie groß ist der? Gute Frage. Wie heißt der Mann? Kenny Baker. Das finden wir bestimmt. Ja, oder Peter Dinklage von Game of Thrones. Der ist ja auch kleinwüchsig. Na gut. Nee, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es jetzt so kleine Menschen gibt, die so ein kleines Modell oder so ein Atomflugzeug fliegen können, um... 1,11 Meter ist Kenny Baker. Mhm. Okay. Mhm. Wie groß sind denn? Santiago Ziesmer ist aber größer. Ja. Ja, der auf jeden Fall. Aber der ist auch relativ klein, oder? Ja. Oder wirkt der nur so? Der wirkt natürlich, weil er auch sehr schlank ist. Aber ist schon, ja, vielleicht 1,70. Ja, doch. So würde ich, naja, vielleicht ein bisschen kleiner. Diskutieren wir wirklich gerade so. Wie groß einzelne Schauspieler sind. Jetzt wird dabei enden, dass wir erraten, wie schwer Helmut Krauss ist. Oh, das ist doch gemein. Wie fandet ihr denn die Waterboarding-Szene? Ich fand's gut, dass man das angesprochen hat, diese Folterung. Ich fand's ein bisschen reingeklatscht. War interessant, aber irgendwie fand ich's ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu gewollt.
Und die Dialoge waren wieder sehr erklärend, auch während der Folterszene. Das nimmt natürlich dann auch so ein bisschen den Drive aus dem Ganzen. Aber das ist das übliche Offenbarung 21-Problem. Ich frage mich auch, wie die das aufgenommen haben, ob sie Alex Turek da wirklich irgendwie, steck mal deinen Kopf irgendwie in eine Schüssel Wasser oder so. Nee, das klang jetzt nicht so, aber... Aber irgendwas mit Wasser werden sie doch gemacht haben. Ja, das auf jeden Fall. Der wird wohl wahrscheinlich irgendwas gegoogelt haben, keine Ahnung. Wie gesagt, ich merke schon, du achtest da bei diesem Hörspiel da schon mehr als ich. Ich höre das nicht mehr so. Ich höre da nicht mehr so genau hin. Leonard, das klingt nicht gut. Ich glaube, Leonards Verbindung ist abgeschmiert. Das heißt, wir müssen ohne Leonard jetzt noch vernünftig die Offenbarung 23 zu Ende bringen, was schwierig ist, weil Leonard, glaube ich, der einzige von uns vieren ist, der richtig dazu. Ja, der noch die Stange hält, was Offenbarung 23 anbelangt. Also ich habe schon längst aufgegeben. Durch die Folge hat sich das jetzt nicht großartig verändert. Auch wenn, also das Positive finde ich persönlich auch, dass man das mit den Außerirdischen ein bisschen außen vor gelassen hat und sich auf der technische Seite oder was also konzentriert hat, das war angenehm. Aber es ist halt das übliche Problem, dass da ist kein Drive drin. Also mir passiert da irgendwie zu wenig. Die Dialoge sind mir nicht authentisch genug. So redet kein normaler Mensch miteinander. Ich finde das immer alles ein bisschen merkwürdig und ich weiß nicht, wo das Ganze hin will. Was zumal das irgendwie das mit dem Beamen und alles, das ist alles so weit hergeholt. Ich weiß nicht, das soll doch kein Science-Fiction-Hörspiel werden. Ja, das ist halt das Problem, dass man da halt auch keinen Morgen kennt bei dieser Serie. Da wird halt, wie schon immer, alles zu einer Theorie reingeklatscht, wobei man hier wirklich sagen muss, also mit den Außerirdischen, das hat man tatsächlich außen vor gelassen, warum auch immer, weil es wäre eigentlich sinnvoll gewesen, nicht sinnvoll gewesen, aber eigentlich üblich gewesen, dass man wirklich alles zu dem Thema reingleicht, jeden Wikipedia-Eintrag von Helmut Krauss da verlesen lässt, so wie es ursprünglich war, weil wäre wahrscheinlich das Hörspiel geplatzt zeitlich, aber, also ich fand es auf der einen Seite wirklich gut, was die Story anbelangt, halt, dass man das so abgeschlossen und relativ straight erzählt hat, aber halt eben mit den üblichen Problemen, dass man halt nicht erzählen kann. Das ist halt das große Problem dieser Serie, was die hat, dass die halt irgendwie überhaupt nicht versucht, interessant zu bleiben, also sondern immer so informativen. Ja, so ungreifbar, also das ist auch dieser Überbau, den die Serie hat, der nie greifbar ist, der immer wieder verschwimmt, weil jede Figur sich immer wieder anders verhält und nie wirklich griffig ist. Ich finde es auch irgendwie auch albern, jedes Mal ist es was anderes, also irgendwie entweder stirbt er nicht oder er wird irgendwie gebeamt oder sonst irgendwas. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn er irgendwie zusammengeschlagen und dorthin gezerrt wird oder so, also entführt wird mit dem Flugzeug oder sonst irgendwo hin. Naja, gut, das hatten wir auch schon zigmal gehabt, aber dann hätte ich aber wirklich kein Problem damit und so habe ich ein Problem damit, weil es ist noch nicht möglich in der Realität und ich denke, die Serie spielt eigentlich in der Realität ab und in unserer Gegenwart ist das noch nicht möglich mit dem Beamen. Und damit, dann habe ich mein Problem damit. Ich habe keine Ahnung, wann die Serie spielen soll, weiß ich nicht. 2006. Sicher? Es könnte auch alles ein komplett fiktives Konstrukt sein. Ja, nachher hat das der T-Rex das alles nur geträumt. Ja, warten wir auf. Ich würde das wirklich zutrauen, dass das so aufgelöst wird. Ja, ist ja vor allen Dingen allein schon wie T-Rex durch diese Serie, weil der angefangen hat als dummer Student. Ja, richtig. Und dann irgendwann jetzt plötzlich zum Fiesling wird und so allwissenden Georg, also in dieser französischen Asterix und Obelix-Folge, das war ja furchtbar. Oh nee, diese Comic-Dinger, da hör mir auf. Ey. Das war ganz schlimm, also wie diese Figur da entwickelt wurde. Folge und 50 das ist, ja. Also ich finde, das war auch so ein Schnitt von Folge 29 bis, diese Zwischenfolge, die ich nicht kenne, aber das war ein gewaltiger Schnitt. Also als die Folgen mit Jan Gaspar wieder anfingen, da habe ich T-Rex inzwischen auch nicht mehr wiedererkannt. Also das war ja wirklich so, als würde wirklich eine Zeit vergehen, was ja eigentlich im Hörspiel eigentlich nicht sein durfte. Die Zeiten sind ja auch nicht dort vergangen eigentlich. Die haben ja dort weitergemacht eigentlich, wo es aufgehört hat. Das Gefühl habe ich aber persönlich überhaupt nicht. Also ich habe es aufgegeben, irgendwelche logischen Überlegungen da noch reinzustecken. Ja, Logik steckt da glaube ich überhaupt nicht hinter. Funktioniert leider nicht mehr. Boah, es ist schade um so eine Serie, weil das wirklich, ich sag mal, von der Grundidee her eine der vielversprechendsten Serien überhaupt ist. Also das wäre wirklich was, wo man wirklich tolle Sachen draus gemacht hat. Das fing ja auch gut an, aber... Wart ab, wenn das große Finale
Finale raus ist, dann werden wir alle dastehen und sagen, boah. Ich bin in der Zweifel, ob es überhaupt ein großes Finale geben wird. Meinst du? Also das ist immer so, wenn da so groß angekündigt wird, 52 Folgen und dann ist Ende und ich bin mir fast sicher, dass man dann sagt, ah ja, dann ist es wie damals bei Edgar Allan Poe, da wird dann irgendwie noch was dran geklatscht und dann ja, läuft es halt irgendwann, bis es keiner mehr haben will. Und ja, wobei die Folgen danach fand ich ja trotzdem immer noch gut. Da waren ganz tolle Hörspiele. Aber jetzt steht man mit 12 Folgen da, die so in der Luft hängen. Ja, ist schon traurig. Hätte man mit der 25. einen Deckel drauf gemacht, wäre das heute noch die Überserie gewesen. Wobei das ja trotzdem ein offenes Ende war. Das finde ich aber das Spannende. Es ist ein komplett offenes Ende eigentlich. Ja. Naja, bin ich ja mal gespannt, würde ich jetzt nicht sagen. Aber neugierig, wie das so aufhören wird. Wie viele Folgen sind es noch dann? Sollte das nicht bis 56 oder so gehen? Ich glaube, ursprünglich bis 52 war. Also, ja, wegen diesen neun Folgen. Ja. Wie viele sind das, neun? Von 30 bis 42 ging es, glaube ich. 12 Stück, also geht es bis 64 dann eigentlich. Ich glaube nicht. Ich habe irgendwie was von 56, 57 im Hinterkopf. Dann gibt es ja noch eine Überlegung, vielleicht noch weiterzumachen. Ne? Ja, eben. Ja, deswegen. Ideen hätte er ja wohl noch. Und ich habe Angst. Schon habe ich Angst, ja. Naja, wir werden ja hören. Gut. Ja. Alles klar. Vielen Dank, Ali. Ja, sehr gern. Gerne wieder. Sehr, sehr gerne wieder, ja. Nächste Folge, was gehört hast, melde dich. Nehmen wir dich wieder gern mit rein. Jo, ich melde mich. Alles klar. Dann alles klar. Mach's gut. Sonntag. Ja, und noch viel Spaß. Danke. Ciao. Schön. Ciao. Tschüss. Ja, und zu guter Letzt haben wir bei unseren Resten noch unseren Patrick eingeladen. Hallo Patrick. Einen wunderschönen guten Morgen aus Österreich. Ja, also ich klinge jetzt wie unsere ORF-Moderatoren vom Kultur. Ich wollte gerade sagen, du klingst irgendwo zwischen Peter Rapp und Elmar Gunsch. Irgendwo dazwischen. Das ist jetzt interessant. In Deutschland kennt man Peter Rapp. Kannst du mal sehen. Peter Rapp hat in den 80ern doch auch in Deutschland eine Sendung gehabt. Frag mich nicht, wie es hieß. Schlag den Rapp. Schlag. Der war scheiße gut. Ich wollte keine Witze mehr machen. Oh. Das war wirklich. Ich wollte die Sendung eigentlich zukünftig irgendwie ernst angehen. Weil mir irgendwie gesagt wurde, dass wir schon nach 3 Minuten, also von jemandem, der nicht unerträglich sind, aber dass wir hier dieses Radiogetue sehr gerne machen. Ja, echt? Jetzt nicht mehr. Ohne die größten Hits der 80er, 90er und den besten von heute? Ja, selbst ohne das. Na, dieses hier Guten Morgen-Shows und so. Na, dieses, man findet sich super und das was ist alles super und das Wetter ist toll und hey und. Ja, aber es ist, man muss dran denken, der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. So ist es. Muss dazu sagen, Peter Rapp. Ja, es ist noch ein bisschen. Ich bin erst um 5 ins Bett gekommen heute. Also, das ist nicht dein Ernst, du bist seit 5 Stunden erst wach? Ja, seit 2 Stunden wieder wach. Also. Oh je. Ich habe ja gewusst, heute ist Orcast, heute muss ich wieder um 9:30 oder um 9:30 raus. Okay. Weil du gesagt hast, schlag den Rapp. Der Rapp ist bei uns noch nicht verprügelt worden. Dafür ein High Society-Moderator vom ORF. Ja, das habe ich gesehen. Und zwar von eurem super tollen Export Sido. Ja, genau, Sido war es. So ist er, genau. Was ist das denn für eine Geschichte? Ein High Society-Moderator, der hat Sido sowas von provoziert, dass der nach einer Castingshow, wo er ja bei uns in der Jury gesessen hat, bei uns sagt man salopp formuliert, er ist ausgezuckt und hat dem eine derartige paniert. Ja, das gibt's auch auf YouTube, das habe ich gesehen. Das gibt's auf YouTube, eine Zeitgruppe noch dazu. Ja, genau, ja. Übrigens hieß die Sendung mit Peter Rapp in Deutschland Teleass. Die Älteren erinnern sich. Mensch, krass. Jetzt habe ich auch ein... das ist unfassbar. Mit Caroline Reiber. Ist kein Scheiß, jetzt habe ich sogar ein Bild vor mir. Mit so einem Degenhardt-Lenin-Bärtchen hatte er damals. Weißt du, ob er den heute auch noch hat? Um was ging's denn da? Da ging's auch. Es ging irgendwie ums Fernsehen. Also es war, glaube ich, irgendwie so, musste man da so Fragen zum Fernsehsendung, also so, ich denke mal so wie diese NDR, wer hat's gesehen oder so, also so in der Art. Ich hab das nicht mehr so, also das ist schon ewig her. 80er hätte ich das jetzt mal gemacht. Ich muss auch sagen, das war vor meiner Zeit noch. Also ich bin ja Jahrgang 87. Bei uns hat man Peter Rapp, also der hat bei uns eben Show Chance hat das geheißen, dann Spotlight hat er moderiert. Das waren so Sendeformate für Live-Musiker und für angesagte Acts in Österreich. Jetzt lang hat er moderiert die Sendung Millionenrad oder Glücksrad hat das geheißen. Jetzt gibt es bei uns noch die Brieflos-Show. Also der Mann ist letztes Jahr... Peter Bond ersetzt.
Der Mann ist ja letztes Jahr 70 geworden, aber der ist nach wie vor im ORF geschehen und jetzt treibt er bei uns bei dieser Castingshow bei der großen Chance sein Unwesen. Mhm. Ich wollte gerade bei Draufhauen schon die Brücke schlagen zu Angriff. Ah ja, genau. Es geht nämlich um Angriff der schwarzen Fledermaus. Wir haben ja einen internen Winterzeit-Experten. Und ja, Patrick hat das Ding schon gehört. Ich habe es schon gehört, ja. Also ich muss dazu sagen, ich hatte seit dem letzten Orcast hatte ich ein gewisses kleines Sommerloch, in dem ich, ehrlich gesagt, und gut, wenn ich so lange auf die Fledermaus warten muss, dann wende ich mich kurzzeitig auch noch einer anderen Fledermaus zu, nämlich Batman, und habe mir jetzt mal die erste Staffel Gotham Knight angetan. Ich war überrascht. Ich meine, ich habe ja einiges von euch schon gehört. In den letzten Orcast-Ausgaben von September bis, ich glaube, Februar ist das gegangen. Und ich war überrascht, wie gut Batman im Hörspiel funktioniert. Also ja. Man denke jetzt einmal diese, ich sag mal, eigenartigen Produktionen aus den 80er Jahren weg. Eigenartig? Ist auch schon gesagt. Ich hab mir die erste Folge rein zum Gaudium angetan aus dieser Leubner-Serie. Bis auf ein paar nette Momente hat es mir eigentlich durchweg gegraust. Das gilt aber eigentlich für alle Leubner-Produktionen. Ich glaube, geht kaum jemand anders. Es gibt eine Leubner-Produktion, die ist gar nicht mal so übel. Das waren die Turtles. Ach Mensch, die kenne ich nicht. Ja, da graust du mir jetzt vom Titel schon. Die Teenage Mutant Hero Turtles, er hatte im Prinzip, der Einfall war ja nicht schlecht. Er hatte die originalen Sprechertonspuren aus der 90er TV-Serie genommen. Mhm. Er hatte eigene Geräusche und eigene Musik darüber gelegt. Allerdings war das sehr eintönig und hat sich selber als Erzähler in den Vordergrund gestellt. Das ist merkwürdig. Ja, zurück zu Gotham Knight und dann vielleicht noch die Brücke zu schlagen für die schwarze Fledermaus. Ja, ich war überrascht, wie gut eben Batman funktioniert. War schon ein bisschen vorgezeichnet durch diese Leubner-Produktionen. Aber Gotham Knight, also der Dreiteiler, der war überraschend bombastisch. Ich habe es mir gleich an einem Stück durchgehört. Die Teile sollte man, glaube ich, sogar machen. Also, ja, ist kein Fehler. Auf jeden Fall. Ja, ist kein Fehler. Ich war wirklich überrascht, welche alten Bekannten mir an Figuren da begegnen. Da gibt es zum Beispiel diesen Scharfschützen Deadshot. Der ist mir jetzt begegnet. Es gibt ja jetzt momentan einen richtig gehenden, seit Batman gibt es eigentlich einen richtig gehenden Boom um DC-Comics, Verfilmungen, TV-Serien. Da gibt es jetzt momentan auch auf der RTL-Gruppe bei Vox und auf RTL Prime gibt es ja momentan die Serie Arrow, die sich mit dem Green Arrow beschäftigt. Das ist dieser grüne Kapuzenmann, der Verbrecher mit einem Bogen zur Strecke bringt. Ist das nicht Edgar Wallace? Die Geschichte ist im Prinzip ähnlich gelagert wie Batman. Also es geht um Oliver Queen, der in Starling City werkt, der lange Zeit auf einer Insel verschwunden war, der wieder zurückkommt. Ein verwöhnter Playboy und Milliardenerbe. Also die Parallele zu Batman ist wirklich offensichtlich. Und der räumt eben mit Pfeil und Bogen unter den Gesetzlosen seiner Heimatstadt gehörig auf. Da kam eben dieser Charakter Deadshot, Floyd Lawton, wieder ins Gedächtnis, der eben auch in Arrow seine Gastauftritte hat. Es war angenehm, den auch im Hörspiel bei Gotham Knight zu hören. Das war ein Twist, mit dem ich wirklich nicht gerechnet habe. Wie universumübergreifend diese ganzen Comic-Geschichten funktionieren, das hat mich wirklich beeindruckt. Und ja, das war eben das Abdecken des Sommerlochs mit Batman Gotham Knight. Und dann, jetzt kommen wir endlich zum eigentlichen Thema, jetzt kommen wir zur schwarzen Fledermaus, Angriff der schwarzen Fledermaus von Winterzeit. Seid ihr eh noch da? Ja, wir sind noch da. Wir waren ganz gespannt deine Meinung, weil wir kennen es ja nicht. Ihr kennt es noch nicht? Okay. Nein, wir sind... ich habe nur die Rezi bei Experiment Stille gehört, sonst nichts. Die von der Hörspieljury? Mhm. Oh mein Gott, ja die habe ich letzte Woche gehört und ich muss sagen, wer sind die Typen eigentlich? Die haben eigentlich schon Ahnung. Also zumindest deckt sich bei vielen Sachen bei mir, also bei manchen auch nicht, aber... Ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt... Ich war von der Rezension enttäuscht, also, weil das sind einige Sachen gewesen, die haben sich an Kleinigkeiten hochgezogen, die was eigentlich nicht so hanebüchen sind, wie sie es dargestellt haben. Also mir hat die Folge gut gefallen und ich muss sagen, Winterzeit hat hier die beste Folge der ganzen Reihe mittlerweile rausgehauen. Es geht um eine, für die Hörspieljury nicht gehört haben, es geht um eine nächtliche Exhumierung auf dem Chicago City Cemetery, wo eben die Leiche eines Sprosses einer reichen Familie in der Stadt ausgegraben wird, auf dessen Leben eine hohe Versicherung abgeschlossen worden ist.
und ein befreundeter Journalist hat eben Zweifel daran, dass mit dessen Tod etwas ganz nicht alles so richtig koscher ist. Bittet einen Stellvertreter, einen Staatsanwalt um Hilfe und deswegen wird so still und heimlich das Grab umgegraben und eine Autopsie vorgenommen. Im Hintergrund lautet dann aber schon jemand, haha, und erschießt alle drei Männer gleich. Für die Polizei gibt es allerdings noch nicht sehr viel Handlungsspielraum, deswegen fühlt sich Tony Quinn verpflichtet, vor allem weil der tote Staatsanwalt unter ihm gearbeitet hat. Bevor das mit der Säure passiert ist, man höre nochmal die erste Folge, weil er sich eben verpflichtet fühlt, dem auf den Grund zu gehen und den Mörder seines Ex-Untergebenen zur Strecke zu bringen. Läuft im Prinzip nach demselben Strickmuster ab wie die vorangegangenen Folgen. Er beginnt mit seiner Gangsterjagd, kommt stückweise an das eigentliche Übel heran. Es ist so der Burner wie vielleicht die zweite Folge, wo sie um diese Diamantengeschichte gegangen ist noch. Aber die ist trotz ihrer 74 Minuten Laufzeit sehr zu empfehlen, sehr unterhaltsam und es wird nicht langweilig. Es wird definitiv nicht langweilig, also mir haben solche Hardboiled-Geschichten gefallen und hier wird ja eine Groschen-Krimi-Geschichte mit dem Genre des Film-Noir eigentlich, wenn man so möchte, und des Hardboiled-Detective-Novels verbunden. Ich denke, das Rezept funktioniert eigentlich recht gut. Da muss ich der Hörspieljury entschieden entgegnen. Ich meine, vielleicht betrachte ich das Ganze jetzt ein bisschen zu subjektiv, keine Ahnung, aber wie gesagt, also ich bin wirklich nicht sehr leicht von etwas zu überzeugen. Umso interessanter ist es ja. Also gerade je krasser die Meinungen dann auseinandergehen, umso spannender ist das ja. Ja, also mir hat die ganze Folge glattweg durchgefallen. Vor allem, es war das erste Buch auch, was ich aus der Reihe Schwarze Fledermaus gelesen habe. Es wurde im Prinzip alles, was wichtig war im Buch, wurde auch reingepackt ins Hörspiel. Deswegen, das Buch hat eine Länge von, schieß mich tot, 185 bis 192 Seiten. Daher ist es nicht viel verwunderlich, dass das Hörspiel etwas länger geraten ist. Aber man hat sich wirklich Mühe gegeben, weil die zweite Folge, da war die CD ja proppenvoll, die hat ja eine Laufzeit gehabt von 79,56 Minuten. Viel mehr. Viel mehr wäre eigentlich nicht mehr möglich gewesen. Aber ich muss sagen, was Winterzeit wirklich gut machen, die wissen, wie man dosiert ihre Geschichten verpacken kann. Da können sich andere Labels wirklich eine Scheibe abschneiden, die ihre Geschichten wirklich auf CD-Maximum aufblasen. Gefühlte 10 bis 15 bis 20 Minuten eigentlich nichts passiert, wo wirklich eine extrem dünne Handlung auf eine extrem lange Laufzeit aufgeblasen wird. Aber das ist hier nicht der Fall. Hier passiert eigentlich in jedem Kapitel, in jeder Szene etwas. Aufgelockert wird das Ganze durch den üblichen Running Gag dieses Chief Detective Inspectors, keine Ahnung, ich kenne mich bei diesen ganzen Dienstgraden schon langsam nicht mehr aus. Polizist. Dieses McGrath, das ist nach wie vor immer noch der übliche Running Gag, der versucht wirklich jedes Mal aufs Neue der Fledermaus die Maske vom Gesicht zu reißen und einmal hätte es eh fast geschafft, wobei die Fledermaus da schnell taktiert hat und einer Mordleiche seine Maske übergezogen hat. Sich gesagt hat, tut, ich verdrück mich mal. Baba. Das ist eigentlich immer der übliche Running Gag, der hier passiert, aber der funktioniert auch immer. In der zweiten Folge habe ich mich ja noch aufgeregt darüber, dass einmal weniger wirklich mehr gewesen wäre. Hier in dieser Folge, merkwürdigerweise, passt das auch wieder. Die Fledermaus muss diesem McGrath auch einmal wirklich das Leben retten, weil der ja entführt wurde und praktisch schon mit seinem Leben abzuschließen hatte. Und ja, also wie gesagt, ich verstehe dieses Negativ drumherum nicht. Ich meine, okay, was erwartet den geneigten Hörer bei der Fledermaus? Ja, eine Heldengeschichte verbunden eben mit Groschenkrimi, aber gut, das hatten wir auch schon bei Butler Parker, wobei... Oh, die fand ich nicht gut. Also ja, Butler Parker war im Prinzip so... Der Mann hat eine Trickkiste verborgen in einem Regenschirm und kommt aus jeder Krücke eigentlich unverletzt raus. Wenn man sich das vor Augen führt, wird es leicht unrealistisch, aber ich muss sagen, da ist das da... Das muss man dann in dem Fall comichaft überziehen, dann funktioniert es wieder. Aber das ist da zum Beispiel überhaupt nicht passiert. Ohne Augenzwinkern wird da einfach erzählt. Die ersten zwei Folgen waren nicht schlecht. Die dritte Folge war im Prinzip ein Graus. Ich will nicht dran denken, was herausgekommen wäre, wenn die Schwarze Fledermaus wirklich bei Zauberstern Records gelandet wäre. Was man ja Anfang 2010 vorhatte. Ja, also wie gesagt, ich kann die Folge 3 Angriff der Schwarzen Fledermaus wirklich wärmstens empfehlen. Es ist ein gutes Buch, es ist eine gute Geschichte, ein guter Roman. Okay, es ist ein Nostalgie-Krimi, die Geschichte spielt im Dezember 38. Für manche mag das vielleicht ein wenig angestaubt klingen,
Aber ich muss sagen, dadurch, dass es eine Romanserie war, also die unsere Generation vielleicht weniger kennt, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, ob man die noch gekannt hat. Nee. Ich finde es ja super vom Blitz Verlag, dass er diese alte Geschichte wieder ans Tageslicht geholt hat. Man muss es Winterzeit wirklich hoch anrechnen, dass die diesen Mut haben, diese Geschichten auch als Hörspiel zu vertonen. Und ich muss sagen, das Konzept der Fledermaus funktioniert um einiges besser als das Konzept von Butler Parker. Also ich kann mich erinnern, in der Zeit zwischen März bis Oktober 2010, da wurde ja massenhaft Werbung betrieben für Butler Parker. Dann kamen die ersten zwei Folgen raus und auf einmal war es mit der Werbeschiene vorbei. So nach dem Motto, ja okay, jetzt ist das da, jetzt haben wir Magie für die Ohren. Das war ja der Slogan bei den Hörspielfreunden. Butler Parker wird Magie für die Ohren sein und den Hörspielmarkt revolutionieren. Das haben schon viele behauptet. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil als Buch und als Romanserie liebe ich sie. Ich habe, glaube ich, gefühlte 40, 50 Geschichten davon gelesen, auch wenn der Handlungsablauf manchmal immer der gleiche ist. Aber beim Lesen, es hat mich wirklich amüsiert, die Geschichten, und ich habe mich irgendwie schon, die hatten ja schon Ankündigungen bis Folge 9. Und dann auf einmal kommt wieder die übliche Dings, ja, verkauft sich nicht gut, und die digitalen Download, diese illegalen Downloader schon wieder, diese bösen Downloader. Verkauft, weil es keine guten Hörspiele waren. Weswegen man im Jänner dann schon gesagt hat, okay, das ist nicht gut angelaufen, jetzt legen wir es gleich mal auf Eis. Dann warten wir 1,5 Jahre, bringen die 3. Folge raus. Dann ist bei R&B Larry Brand gekommen und in mir keimte immer noch der Verdacht, obwohl das ja von Seiten der Butler Parker Produzenten vehement abgestritten worden ist, in mir keimte der Verdacht, dass die Serie Butler Parker, ich weiß nicht, ob sie jetzt komplett konkret schon wirklich beendet ist oder ob es wirklich nur auf Eis liegt wieder, aber ich glaube, die musste für Larry Brand zurücktreten. Wunder. Ja, ich denke auch, dass da mit zwei Zugpferden, also mit Face hat man ja da schon einiges an Arbeit gehabt, und dass dann noch Larry Brand kommt, dass dann einfach auch keine Zeit mehr ist für irgendwas, was dann halt nur so, ja, aber das kann man doch mittelmäßig gut. Ja, aber das, ich mein, so ist das halt. Die Aufnahmen, die sind ja im Prinzip schon im Kasten. Also das könnte man ja, bei Dr. Morbius hat man es doch auch geschafft, eine limitierte Sammlerbox auf den Markt zu werfen. Also verstehe ich nicht. Vor allem Simeon Rissomalis hat ja gesagt, die Serie Butler Parker, die liegt ihm auch persönlich irgendwie am Herzen. Wie viel Herz dahinter steckt, sieht man jetzt oder hat man gesehen nach der Veröffentlichung an Folge 3. Aber wenn ihm wirklich was daran liegen würde, dann hätte er gesagt, ja okay, jetzt warten wir mal ab und dann nehmen wir jetzt wieder mal auf. Aber seit April 2012 hört man aus der Reihe von Butler Parker nichts mehr. Es wurde auch im Oktober dann die Butler Parker Webseite, die wurde auch auf Eis gelegt. Butler Parker ist serienmäßig, also was ich jetzt, ist meine Intention, Butler Parker kann man momentan vergessen. Ich finde es nicht so schlimm. Nein, das muss ich ganz offen sagen. Der Schmerz hält sich auch bei mir in Grenzen, aber es ist halt immer blöd, wenn so irgendwas angefangen wird, dann gerade mit so Riesenwirbel und da behauptet wird, was das halt alles könnte. Und ja, dann schafft man noch nicht mal da 3 Folgen am Stück zu veröffentlichen und dann noch hat man irgendwas noch im Petto, was dann nie mehr das Licht der Welt erblickt. Ich meine, wir hatten, ich weiß nicht, ich glaube, es war in dem Special, da hatten wir, glaube ich, mit Marco Göllner und Dennis Ehrhardt gesprochen, oder? War das nicht da, wo es danach drum ging, dass es halt so oft ist, dass irgendwelche Labels irgendwas auf den Markt schmeißen, gerade mal die Knete dafür auf der Seite liegen haben, um 2 Folgen irgendwie zu produzieren und draufzuwerfen und dann behaupten, ja, das läuft jetzt 50 Folgen lang, aber dann schon nach 2 Folgen die Luft alle ist, weil keiner das Durchhaltevermögen hat, ja, um so eine Serie zu etablieren. Und das verschreckt natürlich auch die Hörer, weil die sagen, bevor da jetzt ich mir irgendwas ins Regal stelle und nach 2 Folgen ist wieder Essig, da warte ich mal 3-4 Jahre, ob es die Serie dann noch gibt. Ja. Und das ist natürlich für jeden, der neu anfangen will, dann gleich ein Todesstoß, weil dann das so ist, es kauft halt keiner. Ja, also mit 10 braucht man ja eigentlich nicht mehr zu kommen, außer man sagt, da ist nach 3 Folgen Ende. Ich hab gestern einen interessanten Artikel gelesen, ich glaube, der war aus dem Jahr 2011 oder 2012, wo eigentlich schon der vorzeitige Tod des Hörspielmarkts beschienen worden ist. Das ist auch schon oft gesagt worden. Ja, das höre ich auch, seit ich dabei bin, glaube ich. Ja, aber in dem Artikel wird ja auch Bezug drauf genommen. Ich habe das irgendwann jetzt in der Nacht gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann, was es da konkret gegangen ist. Ich glaube, das waren so Fälle wie
maritim und... Das war aber auch eine Maritimkrankheit eine Zeit lang, dieses angefangene Serienproblem. Ja, Maritim hatte wirklich gute Serien auch lange Zeit am Laufen. Jetzt ist das einzige Zugpferd Sherlock Holmes. Der Artikel beschuldigt im Prinzip diese Hörspiele für derartige Einbrüche auch im Hörspielmarkt, die so eine folgenübergreifende, derart kompliziert verstrickte Rahmenhandlung haben. Also ich für meinen Teil, ich ziehe nach wie vor immer noch die Hörspiele vor, die zumindest ansatzweise abgeschlossene Handlungen haben. Dann kommt was Neues, dann kommt wieder was Neues. Also bei 3 Fragezeichen, das funktioniert seit gefühlten 35 Jahren. Seit genau 35 Jahren. Ja, im Oktober ist es soweit. Die haben ein Jubiläum heute. Genau, ja. Und jetzt kommen diese ganzen folgenübergreifenden Rahmenhandlungen. Und wenn da alle ein paar Monate was Neues erscheint, der Hörer hat nicht die Geduld für sowas. Ja. Na, ich bin ja vor 2 Jahren, war das, wo es die Arwinger gab und Traumwander, ja, ein ganz großer Fan von Miniserien geworden. Oder ja, das war auch, also meiner Meinung ist das auch ein Konzept, was ich tragen würde. Also wenn man oder konkret sagt, okay, wir haben... Bei Goldangarn, da ist nach 9 Folgen ja der Deckel drauf. Also das geht ja nicht mehr weiter. Aber doch, der 10. kommt ja jetzt. Ja, aber die kommt nicht in den Handel. Das ist ja nur für die es bestellt haben. Ja. Mhm. Richtig. Und ich freue mich schon. Okay. Ja, naja, aber diese Miniserien, das ist halt das, was auch funktionieren würde. Also ich glaube, die Hörer sind schon, wenn es heißt, da kommen 5 Folgen und dann war's das. Wenn dann die ersten 2 auch zeitnah kommen und man merkt, da ist der Zug dahinter, dann würden die Leute das auch kaufen. Aber das Problem ist, dass es halt viele Sachen gibt, die dann so schon mal gucken, wie es läuft und dann gucken wir mal, ob es weitergeht. Wenn sowas schon bei der ersten Folge ist, dann weiß ich, aha, spätestens nach der 2. Folge wird dann nie wieder was passieren, weil es halt ganz einfach der Markt nicht da ist, um was Neues aufzunehmen. Außer man hat wirklich die Puste, dass man sagt, okay, ich kann das jetzt veröffentlichen, ich habe das Geld neben liegen und mir tut das jetzt nicht die nächsten Monate und Jahre weh, also ich kann das ruhig jetzt mal 3 Jahre auf Halt liegen lassen und kann mal gucken, was passiert. Es ist halt einfach so, dass kaum noch eine Serie so erfolgreich ist, dass sie sich selbst trägt. Also von daher, wer momentan in Hörspiele investiert und hat nicht einen dicken Verlag im Rücken, der sowas aushalten kann, das ist utopisch. Ja, wir kommen später bei den News auch noch auf einige Start-Next-Sachen oder im Verlauf des Orcas hier, die jetzt anlaufen, die auch mit 13 oder 30 Folgen angekündigt sind, die es da geben wird, wo die ersten über Start-Next finanziert werden soll. Das ist totgeborene Kinder, bevor... Eine Serie, um die es mir wirklich leid tut, weil es nicht mehr weitergegangen ist, das war ja Peter Lund. Ja. Also, um die tut es mir wirklich leid, weil das waren gute Folgen, aber... Das war eine super Idee. Großartige Idee, ja. 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 Das ist super, ein blinden Detektiv im Hörspiel ist doch Weltklasse. Man ist auf Augenhöhe. Das ist jetzt schön gesagt. Ja, gell? Nicht schlecht, Olaf. Du solltest wirklich hier so... Ich sollte vielleicht Podcasts machen. Sag mal, wo fährt denn hier gerade der Zug vorbei? Ist das bei mir? Nein. Muss bei Olaf gewesen sein. Wenn bei mir ein Zug vorbei fährt, dann sollte ich vielleicht mich doch um was anderes kümmern, wie um den Orcast. Habe ich ein Problem. Ja, weil du auch gesagt hast, diese Totgeburten, also dieses große Ankündigen, der Präzedenzfall, wenn man es jetzt da mit dem juristischen Fachjargon sagt, der Präzedenzfall bei solchen Sachen, das war ja, tut mir persönlich leid, das jetzt mal zu sagen, aber das war ja Hörspielewelt. Ja. Ich habe sie gehört mittlerweile übrigens, die 6. Wie fandst du sie? Nee, hat sich die Meinung nicht groß geändert, leider. War ein Schritt nach vorne, aber... Ja, also bei mir im Prinzip schon, weil also die 6. Folge gehört ja bei den Romanen ja auch zu meinen Favorites. Daher bin ich ja wirklich sehr kritisch an die Sache rangegangen und es war ein guter Schachzug, dass einmal das halbe Ensemble ausgetauscht worden ist. Die können eins nicht richtig und das ist Sounds und musikmäßig dosieren. Das hat in den ersten 3 Folgen hat das funktioniert, aber beim Umstieg auf das neue Konzept mit Conga und dann dem Horrortrip, es hat von der Abmischung her einfach nicht mehr funktioniert. Ich kann mir die Hörspiele mit gutem Gewissen anhören und ich gewinne denen ja auf irgendeine Art und Weise trotzdem noch irgendwie was Positives ab, aber es ist definitiv nicht wegzuleugnen, dass gerade bei Conga von der Mischung her definitiv etwas daneben gehauen wurde. Beim Horrortrip hat man es zwar ein bisschen verbessert, aber
Es war nicht das Gelbe vom Gockerle. Nee, nee. Dafür gibt es viel zu viele andere gute Sachen. Das ist ja zeitraubend, ein Hörspiel. Man verbringt ja da Zeit mit. Ja. Ist ja auch das Schöne eigentlich, dass es ein Zeitmedium ist. Ja. Aber die Zeit ist auch begrenzt irgendwann dann. Eine dieser weiteren guten Sachen, ich habe es zwar noch nicht vollständig gehört, aber ich habe es gehört, es ist mittlerweile bei mir gelandet. Die rätselhaften Fälle des Pater Brown, Folge 1, das Blaue Kreuz. Ach, du hast schon reingehört? Ja. Ach, sehr schön. Das ist ganz frisch, gell? Dann machen wir doch gleich weiter. Ich bin noch nicht ganz durch, aber die Geschichte ist schon mal recht interessant. Wir lernen gleich einmal drei Figuren kennen, die im Serienuniversum von Pater Brown recht wichtig sind. Die eine ist mal Pater Brown selbst. Also wer ihn von den Maritimproduktionen her kennt, der lernt die Figur hier mal ganz neu kennen. In den Maritimproduktionen ist er ja verkörpert worden durch Volker Brandt, glaube ich. Ja. Hier bei Winterzeit wird er gesprochen von Erich Reuker. Die Geschichte wird getragen von einer Erzählerin auch. Also bei Amazon heißt es ja, es ist eine inszenierte Lesung. Deswegen bin ich schon ein bisschen mit gemischten Gefühlen rangegangen, weil ich jetzt geglaubt habe, es kommt jetzt was Ähnliches auf mich zu wie die Sherlock Holmes Chronicles. Nein, ich meine, der Erzählanteil ist, das muss man sagen, man muss sich darauf einstellen, der Erzählanteil ist sehr hoch. Aber was man hier bei Pater Brown, finde ich, besser hingekriegt hat als bei den Chronicles, ist jetzt nicht immer dieses, er sagte das und er sagt und er meinte das und da wird wirklich Wert gelegt auf Dialoge auch, die nächste Szene wirklich tragen. Und das funktioniert hier wirklich gut. Also es gab vor 2-3 Wochen gab es ja schon mal einen Hörschnipsel bereits auf der Soundcloud-Page von Winterzeit, der auch schon vielversprechend geklungen hat. Und jetzt eben dieses Hörspiel bricht ein bisschen auch mit den Konventionen von Maritim, weil die Maritim-Hörspiele, die sind ja meines Wissens ohne Erzähler ausgekommen. Sind sie. Hier wird auf eine Erzählerin gesetzt. Dann lernen wir eben den Meisterdieb Hercule Flambeau kennen, der sich ja im Verlauf der Serie noch zum Privatdetektiv wandeln wird. Mhm. Also der wollte ja auf irgendeiner Kirchenkonferenz wollte er die dort anwesenden Leute um ihre Habe betrügen, aber ist von Pater Brown entlarvt worden. Und dann lernen wir noch die dritte Figur kennen, die in der einen oder anderen Folge ihren Auftritt haben wird, nämlich die Figur des Inspekteur Aristide Valentin. Der wird von Tom Jacobs gesprochen. Das ist irgendwie so ein bisschen der Haus- und Hofsprecher bei Winterzeit, kommt mir vor. Also in jeder namhaften Winterzeitproduktion ist der als Sprecher zu hören. Bei den Sherlock Holmes Chronicles ist er der Erzähler und der Watson in zwei Personen eigentlich, weil nicht jedes Buch wird von Watson in der ersten Person erzählt. Ein recht interessanter Kniff, wenn man sich betrachtet, dass der Erzähler jetzt über Dr. Watson berichtet in der dritten Person, klingt irgendwie ein bisschen befremdlich. Aber gut, das kann man auch irgendwie anhören. Also ich neige auch dazu, den Chronicles was Positives abzugewinnen. Da wird es bei mir auch schwer. Ja, es sind unterhaltsame Geschichten dabei, obwohl es durch die Bank sich um Pastiches handelt, aber die sind im Prinzip gar nicht mal so schlecht, wenn man jetzt an diese Fantasy-Ausrutsche denkt, wie die Zeitmaschine und jetzt gibt es ja eine eigene Holmes-Fantastic-Reihe mit, was weiß ich, die unsichtbare Wand oder so. Die Fantastic-Reihe meide ich irgendwie, also da bleibe ich lieber bei den eher einfach gestrickten Chronicles. Holmes und Fantastic und Science-Fiction, das verträgt sich irgendwie nicht, ist meine Meinung. Was haben wir noch? Pater Brown. Ah ja, die Geschichte ist recht geradlinig erzählt. Man hat irgendwie das Gefühl, man hat es mit zwei Erzählebenen zu tun. Die eine ist eben jene, die von der Erzählerin getragen wird und die andere wird eben getragen von eben diesem Valentin, der irgendwelchen Personen befragt, die zuvor Pater Brown und seinem Begleiter Hercule Flambeau begegnet sind. Also das sind zwei Erzählebenen und dieses Konzept funktioniert eigentlich relativ gut oder absolut gut. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch mit der Folge, weil da kam jetzt gestern eben das Konzert. Da hatte ich andere Sachen zu tun, als eine Folge fertig zu hören. Aber was ich bis jetzt gehört habe, gefällt mir recht gut. Was allerdings etwas gewöhnungsbedürftig ist, ist das Titelthema. Da musste ich, ehrlich gesagt, ich kann über solche Dinge leicht lachen. Also diesbezüglich bin ich wieder leicht zu unterhalten. Das klingt irgendwie ein bisschen wie, muss man sagen, eine Crime-Serie im Stile der späten, der mittleren 80er und der frühen 90er, wenn man dieses Titelthema anhört. Aber der Rest ist recht stimmig und der Rest passt. Und aber es ist schon eher eine inszenierte Lesung als ein Hörspiel. Ich habe Markus Winter gefragt, also ich korrespondiere hin und wieder mit Winterzeit auf Facebook. Winterzeit würde es als Hörspielbücher bezeichnen, was bei Pater Brown rausgekommen ist. Aha. Also sie selber deklarieren es als Hörbuch,
Es ist im Prinzip ein Hörspiel drinnen. Amazon sagt, es ist eine inszenierte Lesung. Also, das klingt irgendwie auch nach hier, wie bei Captain Future, das ist Lizenz. Ja, also es ist nicht entgegen Dialogende, sagte er und dachte er und meinte er und fragte er. Ist mir nicht untergekommen bisher. Aber bei den Sherlock Holmes Chronicles weiß man, dass es sich um inszenierte Lesungen handelt. Da kommt hin wieder auch dieses, er sagte und er dachte und er meinte. Also das kommt bei Pater Brown nicht. Deswegen denke ich, kommt Pater Brown eher durch als, wie jetzt Winterzeit, als inszeniertes Hörspielbuch. Ich glaube, so haben sie es formuliert. Das klingt ein bisschen gestellt, aber ja, man versucht halt irgendwas dazwischen auf jeden Fall. Ja, also man darf überrascht sein, was genau gemeint ist. Was ich bisher gehört habe, hat mir recht gut gefallen und ich kann Pater Brown ebenso empfehlen wie die dritte Folge der Schwarzen Fledermaus. Ja, ich denke mal, die Fledermaus werden wir auch gehört haben bis zum nächsten Mal. Was ich noch nicht gehört habe, das war die Promethe. Ja, dafür habe ich aber noch gehört von Highscore Music, Professor Van Dusen, Folge 11, Van Dusens erste Fall. Lass uns da doch das nächste Mal drüber reden. Okay, gut. Weil da würde ich gerne nochmal ausführlicher drauf eingehen, da wir diesmal so voll sind, also voll im Sinne von viel Inhalt. Ja, war auch lang nichts los. Ja, stimmt. Das ist ja lang genug ausgeruht. Aber da würde ich mir gerne noch ein bisschen mehr Zeit nehmen für den Van Dusen. Das möchte ich dann nicht so abhacken. Ja, aber Winterzeit, ja, ich bin echt mal gespannt auf. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwann mal zu hören. Wir sind ja Persona non grata bei Winterzeit, also von daher. Ja, wundert mich, dass er mit dir noch spricht, obwohl du ja mitsprichst. Na, also. Ja, ist. Keine Ahnung! vielleicht hört er den Orcast nicht. Nein, aber wie gesagt, ich habe ein recht freundschaftliches Verhältnis zu ihm, also zumindest kommt es mir so vor. Und wie gesagt, ich halte mit meiner Meinung nicht von Berg und Winterzeit wissen, dass ich ihre Produktionen schätze und mag. So ist ja nichts. Und sie liefern ja auch grundsolide Arbeit ab. Wie gesagt, da könnten sich andere Labels wirklich ein Output ist auch immens. Ja. Also man sieht, was da das Licht der Öffentlichkeit entblickt, ist schon beachtenswert. Also da kommen ja jeden Monat 1, 2, 3, 4 Hörspiele, beziehungsweise inszenierte Lesungen oder was auch immer. Aber das ist ja schon bemerkenswert. Ich meine, das ist ja auch kein Riesenlabel. Nein, eigentlich nicht. Ja, das momentane Zugpferd, das sind ja die Chronicles eigentlich. Ja. Es hat mich gewundert, dass das Konzept so gut funktioniert. Sherlock Holmes scheint... Steht Holmes drauf. Natürlich funktioniert das. Ja. 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 Was jetzt auch noch neu bei Winterzeit ist, die haben ja jetzt im Prinzip übernommen von Romantrue Audio ihre Hörbücher von Larry Brandt. Mhm. Ich meine, ich habe bisher noch keines davon gehört, weil ich habe mich jetzt einmal auf eine Serie von Larry Brandt eingeschossen und das war bisher noch die von R&B oder Zauberstern Records. Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja. Ich glaube, jetzt kommt ja auch dieser Dreiteiler mit der Dämonensonne. Das weiß Dragan. Ja, und wo die Familie Crowden wieder auf den Plan kommt. So viel, glaube ich, kann man schon verraten, weil jeder, der die den Schocker-Romane kennt, weiß, was einem bei der Dämonensonne-Trilogie erwartet. Okay, dann, Patrick, vielen Dank. Es war wie immer sehr nett. Ja, finde ich auch. Wir freuen uns schon auf den Oktober. Ja, ich mich auch. Da kriege ich vielleicht sogar einen Einblick mal auch in die neuen Asterix-Hörspiele. Ach, stimmt, die stehen ja auch noch. Die stehen noch aus. Ja. Ich frage mich, wie die das machen wollen. Das wurde ja von einigen guten Sprechern da übernommen. Also bei der Europaserie, da war es ja Quartett, was Hans Klarin, Günter Fitzmann, Erik Wessen als Miraculix und Wolfgang Völz als Majestix. Bei der Karussellserie war es, glaube ich, Peter Heinrich als Asterix, mittlerweile gestorben. Douglas Welbart als Obelix, lebt Gott sei Dank noch. Wolf Rathjen als Miraculix und Günter Lüttke war der Majestix. Ich frage mich, wie die das machen wollen jetzt. Zum einen mal, es war lange Pause seit der letzten Veröffentlichung bei Karussell oder Universal und jetzt auf einmal neue Asterix-Hörspiele. Ich frage mich, wie die das sprechermäßig jetzt machen wollen. Entweder haben die alte Aufnahmen noch davon gemacht und das wurde einfach damals nicht veröffentlicht oder die machen da jetzt was komplett Neues. Also auf Asterix bin ich wirklich gespannt jetzt. Ja, sind wir mal mitgespannt. Gut. Okay, ja, Patrick, dann vielen Dank und gerne. Wie gesagt, wir hören uns im Oktober. Ja, ich schicke dir noch einen Link von meiner Arbeit. Unbedingt. Ich schicke euch den Mexican Whistler. Ich glaube, das ist der, den man am ehesten noch eher zeigen kann. Ich will alles sehen. Okay. Gut. Okay, dann mach's gut. Also, schönen Rest noch. Bis zum nächsten Mal. Ja, ebenfalls. Okay, ciao. Tschüss. Ja, das war Patrick. Und damit sind wir tatsächlich durch mit unseren Resten. Und es bleibt nur noch
eine Kategorie übrig, die da heißt News und eigener Sache. Gewinnspiel Gedöns. Ich betone letzteres vor allem. Ja.